Und hier sind wir. Lang erwartet. Das Finale-Endspiel im Blitzball in Final Fantasy gegen die Luca Goers. Die Musik mal wieder endgeil. They're already going at it, folks. The Goers are taunting the Aurochs. Na, warte mal ab, du Hässling. Euch zeige ich's noch. Was ich gleich dazu sage, das Ergebnis dieses Spiels hat keine Auswirkung auf die Geschichte. Also ist egal, ob man gewinnt oder verliert, aber für die Ehre wollen wir natürlich gewinnen. Letty fängt den Ball. Und ich muss hier sofort mal was ändern, nämlich auf manuelle Steuerung. Sonst machen hier meine Leute, was sie wollen. So, was machen wir denn? Formation normal, Mann decken, rechte Seite, link. Sucht euch bloß keine Seite raus, sonst lasst ihr nämlich die andere Seite gerade offen stehen wie ein Scheunentor. Manndeckung, nein. Bleiben einfach in ganz normaler Formation. So, wir können passen. Das kostet 10 HP. Letty hat nur 92 HP. Und einen Torschuss machen. Aber ein Torschuss ist Quatsch. Von daher passe ich. Auf Titus, auf Dat, auf Jash oder auf Bots. Wichtig sind viele kurze Pässe. Ein Spiel geht 5 Minuten, Leute. Das ist eine lange Zeit. Moment mal. Ach, wie ging das denn nochmal? Ach, mit Viereck kann ich ihn stoppen. Boah, jetzt habe ich das Problem. Ach du Scheiße. Ich habe 100 HP und 3 PA. Habe ich 6 Stück, wenn ihr es oben rechts erkennen könnt. Das heißt passen. Der Gegner hat Abfang 1. Das heißt 6 minus 1 gibt 5. Dann fliegt mein Ball noch 5 weiter. Ich passe jetzt auf jemand ganz nah gelegen ist. Denn wenn der Pass zu lang wird und... Boah, wie soll ich das am besten erklären? Und der Wert. Je weiter der Ball fliegt, desto stärker nimmt der Wert ab. Und wenn der Wert bei 0 ist, lässt mein Partner den Ball fangen. Fallen. Nicht fangen. Ich werfe. Er zieht 1 ab. Habt das gesehen, wie es aufgeblinkt hat? Und mit 4 kommt es noch an. So, jetzt werfe ich einen Pass zu Titus. Denn Titus steht mehr oder weniger bis auf 2 Ausnahmen frei vom Tor. Und ich möchte einen Torschuss. Ah, komm schon, noch ein Stückchen vor das Tor. Und stoppen. Wie viele? Jawohl, 2 bauen sie auf. Und jetzt kommt der große Vorteil von dem Jack Spezial 1, das wir nachts auf dem Boot gelernt haben. Nämlich, ich muss nicht an den 2 Gegnern vorbeistoßen. Denn ich habe einen TO von 10 und die haben einen TO, einen Abfang von 8 und 5. Das heißt, zusammengenommen 13. Natürlich werden die Werte nicht immer haargenau abgerechnet, sondern mal Plus, mal Minus. Ein bisschen Zufall ist da schon dabei. Auf jeden Fall würde mein Ball noch nicht mal bis zum Torwart kommen. Aber wenn ich einen Torschuss mache... Was machst du denn, du Bastard? Scheiße. Das war Vorführeffekt. Ich wollte doch meinen Jack Spezial machen. Verdammte Kacke. Ey. Ein Spieler durchstoßen. Was entscheidet das? Dribbling. Ja, überlebt mit 1. Oh, Kacke. Warum konnte ich meinen Jack Spezial nicht aus anwählen? Der Ball kommt auf jeden Fall nicht an. Er lässt ihn fallen, weil PA bei 0 ist. Und wir haben den Ball. Du hast einen Angriff von 8, aber ich habe einen Dings von 10. Du hast einen Abfang von 8. Nee, durchstoßen und dann werfe ich einen Pass.
Ah, oh, ich hab's nicht überlebt. Verdammt, warum habe ich nur ein Pair von 7? Habe ich mich verguckt, nicht Depp? So kann's gehen, Leute. Machst du einen kleinen Torschuss? Nee, pass. Ja, was für übertriebene Werte die Gegner haben, ist ein bisschen assi. Ein Pass von 13 und ich habe einen Abfang von 5. So, Freund, innerhalb deines Kreises, wenn du jetzt stoppst, sind zwei meiner Spieler. Was machst du? Ein Pass, obviously. Komm. Jawohl, der war gut. Und eins. Und er kommt auf gar keinen Fall an dahin. Seht ihr, PA ist schon auf 0. So, wer hat den Ball? Oh, der sieht nicht gut aus. Kann machen, was ich will, an dem komme ich nicht vorbei. Nee, ich muss einen Pass werfen. Nur noch hoffen, dass er ein bisschen bescheißt ist. Du Arschloch, natürlich, von 10 auf 0. Ja, dabei hast du aber nur 8 an Wert. 8 TO ist ein bisschen... Ja, natürlich. Ein Torschuss. Ach, du Bastard. Ich habe ein Tor reingeballert. Leute, ich könnte gerade kotzen. Was soll denn dieser... Bah! So eine Scheiße. Und mein Titus kann kein Jack Spezial 1. Ich hab's doch gelernt. Warum kann er das nicht auswählen, der Penner? Leck mich doch fick. Fang die Scheißrübe. Ja, zwei gegen mich. Ja, und er hat... Ja, klar. Ja, sicher. Ich werde beschissen von vorne bis hinten. Boah. Ja, dann stoß mal durch. Ich wollte gerade sagen, jetzt reicht's aber mal. Komm, Titus, geh vor, Mann. Geh vor, Junge. Schaff ich nicht. Ich will dann passen. Schaffe ich auch nicht. Ist doch scheiße. Ganz ehrlich, ist doch scheiße. Ja, mach einen Torschuss, du Depp. 5-5-5. Und noch Raum dazwischen. Der ist uns, auf jeden Fall. Ja. Sieht gut aus. Titus. Aber von der Zeit sieht überhaupt nicht gut aus. Die stoppen ja gnadenlos die Uhr. Na gut, dann machen wir halt nochmal einen Torschuss sogar. Und er macht's echt nicht. Ich kann's schon auswählen. Ich fass's nicht. Halbzeit. And it's halftime. The Goers are just playing great, Baba. Really great. Jetzt werden Erfahrungspunkte verteilt. So. Kann ich jetzt ins Auswahl nehmen? So on defense, boys! Stop those Goers! Ich hab keinen Bock zu verlieren hier, ganz ehrlich. Get the ball and just shoot like crazy. Goers are going down. Das ist so ein Beschiss. Es hätte schon 1-0 stehen können für uns, weil das Tor von denen hätte mir verhindern, weil ich mich dann auf jeden Fall zurückgezogen hätte. All right, hustle. Hustle. So. Ich möchte den Sphero-Schuss. Jack Spezial 1, bitte. Boah. Niemand wird gedeckt hier, da habe ich keinen Bock zu jetzt. Ja. Boah, Leute, ehrlich, ich wurde beschissen, heftig. So, die nächsten 5 Minuten. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ja, nach 3 Minuten kommt Wacker.
Egal was passiert, auf jeden Fall. Ach du Scheiße, hier rein. Oh, ja, natürlich! Ich habe 3 Angriffe, du machst nur 1. Scheiße, sowas. Und 12 TO! 12! Ja, klar. Boah, du hässlich. Ja, der ist drin. Boah, super, ehrlich. Er schwimmt doch direkt vor das Tor. Ich hab keine Bock mehr. Wenn du jetzt mal kriegst. Ja, überlebt mit 5, Alter. Ey, fick euch ins Knie. Ach, scheiß Dreck. Ja, ich mach einen Stopp bis zum nächsten Mal.